ukrainische Soldaten helfen bei der Evakuierung von Zivilisten, die sich noch im belagerten Bachmut befinden. Der symbolträchtige Kampf hat sich zur längsten und blutigsten Schlacht des gesamten Angriffskrieges auf die Ukraine entwickelt. Ein Sprecher des ukrainischen Ostkommandos hat russische Behauptungen über die Einnahme von Bachmut dementiert. In der Nacht hatte der Chef der privaten russischen Söldnergruppe Wagner angeblich eine russische Flagge über dem Verwaltungsgebäude von Bachmut gehisst. Jewgeni Prigoschin postete sogar ein Video, allerdings ist nicht klar, wo es aufgenommen wurde. In der Vergangenheit hatten sich ähnliche Äußerungen des Söldnerchefs zum Kampfgeschehen als voreilig erwiesen. Präsident Volodymyr Zelensky sagte in seiner Abendansprache, die Region Donetsk, zu der Bachmut gehöre, sei besonders hart umkämpft. Zelensky wird am Mittwoch zu Gesprächen mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda in Polen erwartet. Polen hat bereits die erste Lieferung an MiG-29-Kampfjets aus der Sowjetära an die Ukraine übergeben. Das russische Verteidigungsministerium will bei seinem Vormarsch bis zu 285 ukrainische Truppen getötet haben. In der Nacht wurde die Hafenstadt Odessa mit 17 Drohnen aus iranischer Produktion angegriffen. 14 seien von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen worden.